herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Gorilla Games. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Becky. Hallöchen. Hi. Hi. Ja, und ich bin die Valentina Walle, aber das wisst ihr vielleicht schon. Echt? Oh Gott, jetzt weiß ich es auch. Dankeschön. Was machst du so? So, das ist eigentlich recht viel. Mhm. Ich bin auf der einen Seite, mache ich YouTube und probiere mich da so ein bisschen aus. Auf der anderen Seite mache ich sehr viel Twitch, also ich livestreame 6-mal die Woche alle möglichen Videospiele. Wow. Ja. Und dann stehe ich noch sehr gerne auf Bühnen und moderiere. Sehr und, cool. Und mache solche Sachen. Ja. Was streamst du da auf Twitch? Boah, alles mögliche eigentlich, was mir Spaß macht. Von Assassin's Creed über Just Dance hin zu Stronghold. Da mache ich mal mit. Ja, muss auf jeden Fall. Spider-Man habe ich gemacht, Dead by Daylight, Sims. Also Sims, das kenne ich. Ja, das siehst du. Oh, ich habe dich heute hier eingeladen, weil wir machen ein Spiel. Ich habe das bei Jimmy Fallon gesehen und wir schauen uns an und müssen etwas zeichnen, während wir uns anschauen. Das heißt eigentlich blind zeichnen. Wir werden jetzt probieren, das Setup umzustellen. Schauen wir mal, ob der Kameramann damit einverstanden ist. Also, bis gleich. Wir werden uns anschauen während des Zeichenakts. Ich krieg mal den Stift auf. Die sind neu und sie sind lila. Ist euch ja, das aufgefallen? Ja, die gehen nicht auf. Aber schau mal, wie dick das ist. Das macht ja nichts. Okay. Das ist, damit man es gut sieht. Ah ja, okay, gut. Ich stehe auf dicke Stifte. Ja, ich auch. Aber nicht die dicke macht's aus, gell? Wir machen wieder 15 Sekunden pro Bild. Das war letztens gut. 15? Ja. Also ich brauche mal 15 Sekunden überhaupt zum Überlegen. Böse. Was? Los geht's. Wow, das sieht aber gut aus mit dir. Das soll der Darm sein. Und irgendwie wollte ich, das ist die Maschine mit der Kamera dran. Das trifft aber ziemlich gut. So. Ich habe einen Darm und einen Spiegel. Ich gebe dir den Punkt, weil ich finde das Gerät recht geil. Und was sagt ihr? Wer kriegt den Punkt? Kriegst auch du den Punkt? Und du? Auch du? Ah. Und welchen Punkt gibst du? Also muss ich jetzt dir einen geben, oder? Du musst nicht. Aber ich finde Darmspiegelung kreativ. Ich gebe es dir, wenn wir ein Spiel gespielt hätten. Also. Danke für den Punkt, für den Mitleidspunkt. Du schaust mich gar nicht an. Ja, stimmt. Ach so, voll, das ist ja der... Die Pferdekacke ist der Pferdeapfel. Bitte schneide das an, das sieht so ähnlich aus. Mein Apfel ist ein schöner. Ja. Okay, also du hast ein Pferd gemalt. Ja. Drei Beine. Das ist ein Schwanz. Ach so, das, ich dachte, das ist der Kopf. Das ist ein Apfel. Oh, jetzt check ich es erst. Das ist das Kopf. Das Kopf. Das Kopf. Das ist Beine, das ist Schwanz, das ist Apfel. Okay, also ich habe... Großes Hinterteil. Ja, und das ist der Schwanz und das ist... Die Kacke, ein Haufen Pferdeapfel. Welche Punkte vergebt ihr? Für meins? Ja. Okay, ein Punkt für mich? Ja, sehr. Okay. Der Apfel macht's, Alter. Der ja, Apfel dann ist, halt richtig ist das geil. Mein Punkt. Hirnschlag. Hirnschlag? Jetzt schau durch, aber ah, ja, okay. Kopf und ein Hammer. Ja, genau. Bam. Ja, meins ist ein Hirn und das ist eine Faust. Die ah, aber ist auch cool. Die Faust ist geil. Ja, gut, aber man erkennt sich, wenn man sich nicht erzähle. Ja, ich dachte, das ist ein Schaf oder so. Also aber du kriegst meinen Punkt. Definitiv. Von euch? Ja, ja auch beide du. Nasenmann. Nasenmann? Was ist, ich weiß nicht, was ein Nasenmann ist. Es schaut aus. Ich kann das nicht zeigen. Ich kann das nicht zeigen. Meine Punkt einfach das nur weil es geil wie ist. Boobies, aber ich wollte eigentlich. Also es sieht nicht sagen, nur aus wie Boobies. Also das soll eine Nase sein, das ist eine Hand und ja, das ist ja. Ein Popel. Eine Hand. So ein Finger, der halt in die Nase rein. Und dann wollte ich noch Augen malen fürs Gesicht halt. Genau. Aber. Also ich finde deine Zeichnung sieht nach viel raus, aber nicht nach einer Nase mit einer Hand. Hey, das nein, also das ist wirklich nein. Oh, oh Gott, vor allem richtig schön getroffen da. Okay, ja. Also ich habe einen Mann mit einer großen Nase und eine große Nase mit einem Mann. Das ist aber auch cool, das finde ich sehr kreativ. Also, du kriegst meinen Punkt. Du kriegst meinen Punkt. Aber deine Zeichnung ist nicht so geil, auch wenn man sie nicht erkennt, kriegst du meinen Punkt. Und wie sieht es bei euch aus? Ich muss mich enthalten diesmal. Oh je. Ich finde die Brüste mit dem Stinkefinger sehr gut. Das ist kein Stinkefinger, es ist, das ist ein so, Penis. Es sollte so Nasenbohren das ist sein. Ein Penis. Nein, das ist der Zeigefinger eigentlich. Also ich finde nicht, das sieht aus wie ein Finger.
Nein. By the way. Oh Gott, es tut mir sehr leid. Es ist eine Nase und das sind die Nasenlöcher. Ich finde schon das wie Brüste und Penis, deshalb kriegst du mal einen Punkt, weil ich es geil bin. Wortwörtlich. Also wer kriegt den Punkt? Ja. Ich krieg den Punkt? Okay. So, it's your turn. Jetzt geht's um die Wurst. Spinnenbiss. Ich bin nur stolz auf mein Bild. Boah, das ist richtig gut geworden, ja. Vor allen Dingen habe ich genau das gemacht, was ich wollte. Boah, ursch. Was ist das? Ich sollte ein Gebiss zeichnen. Voll, das hatte ich auch zuerst vor, aber ich dachte, nein, das schaffe ich nicht. In die Hand rein. Ja, das ist schlau. Ich habe gedacht, ein Spinnenbiss. Ich hatte eine Spinne, ich wollte so Zähne. Schaut, ja. Wenn was ein bisschen falsch ist, sind das Augen, eine Nase und Schnurrhaare. Oh, ja. Dann wäre es auch süß. Warte, ich mache noch so Katzenohren drauf. Ja, sie hat die Katze gezeichnet. Ja. Ja, also okay. Ohne dem. Ich finde meins trotzdem besser. Ja, ich finde deins auch viel besser. 100-mal besser. Das ist, ja. Sagt sie es auch? Ja. Okay, das heißt, es tut mir leid, ich habe dich besiegt. Aber ganz ehrlich, du warst nicht so schlecht. Ja, ich hätte auch dafür, dass du gesagt hast, dass du nicht zeichnen kannst. Aber das waren auch wirklich coole Begriffe, muss ich sagen. Also, das war jetzt nicht so... Ja, die Props gehen an den Kameramann. Ja, das danke. War wirklich geil. Sehr cool. Spinnenbiss, richtig geil. Das hat echt gut funktioniert. Ich habe das genau. Das ist so schön, genau. Ich habe so einen kleinen Kreis und ich habe den Körper ein bisschen größer. Ich war schon überfordert. Aber warte mal, hast du? Deine Spinne hat zu wenig Beine. Es ist keine Spinne. Eigentlich hast du verloren. Weil du hast einen Käfer gezeichnet. Das, was eine Spinne ausmacht, sind ihre 8 Beine. Sonst ist sie nämlich keine Spinne. Gut, dann belassen wir es dabei. Wir haben beide gewonnen. Sehr gut. Das war ein schöner Klatscher. Ja. Jetzt haben wir es auch noch hinbekommen. Du hast recht, das war keine Spinne, von dem her war es nur ein Käferbiss. Aber es ist gut, sie hat eine Schlange zu Hause. Die ist süß. Ah, die ist richtig süß. Süß. Ja. Ja. Die beißt aber nicht. Also nicht mich. Nur die Gäste. Hast du dich gebissen? Nein. Die ist süß. Ich hatte sie um den Hals. Das war uncool. Oh ja. Mhm. Er ist süß. Die Schlange. Der Schlange, die Schlange, das Schlange. Wie auch immer. Er ist urherzig. Ja. Und ihre Social Medias sind natürlich unten in der Infobox verlinkt, so wie unsere und meine. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge auch wieder ein. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sagt uns doch in den Kommentaren, welches Bild euch am besten gefallen hat. Ja. Welches mir am besten gefallen hat, hat, glaube ich, jeder gemerkt. Das war auf jeden Fall deine Nase. Die Nase. Und welches hat dir am besten gefallen? Das war dein Spinnenbiss ziemlich cool. Ja, ja, okay. Den Käferbiss. Und eigentlich der Nasenmann. Der Nasenmann war ich. Die Nase mit dem Mann. Also uns hat definitiv die Nasen-Edition am besten gefallen. Ja. Schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.